Einen wunderschönen Samstagmorgen und damit herzlich willkommen zurück zu Wildflowers. Hoppala. Remember the Versorium you found for me? Well, you'll never guess what I figured out when I went sniffing around that chair from the summer festival. It's the crack of dawn, so I hope it's good. So, okay. Last winter, I was running some experiments on that chair. Legend says it's made of the same wood as the wand tree. Zephyr, didn't that seem relevant before? No, because when I tried attaching some magical lodestones to see if I could detect any currents, nothing. But when I tested it with the Versorium, the magical current readings went through the roof! Here's my hypothesis. Those lodestones prime the chair to receive magic, and when you sat in it, boom! The chair brought you right back to that place the lodestones came from. Ravenwood Hollow. Ravenwood Hollow. It was an accident, promise. Can you keep this a secret from Perry? Ja, sie sollte schon die Wahrheit sagen, aber ja. I won't tell. I can see Perry getting really mad. She sure might. Love her to death, but yep. Thank you, Tara. Next time you go attaching lodestones to something... Oh, I won't make that mistake again. Whoa. See you back in Ravenwood Hollow, my friend. Und weg war sie wieder. Da fällt mir übrigens gerade ein. Wie lange dauert das? Ach, gucke mal. Das habe ich mir schon fast gedacht. Nein, du sollst das nehmen, wo du direkt vorstehst. Warum kannst du nicht einfach... Genau, guck einfach weg, dann kannst du auch das Richtige anvisieren. Ich finde das immer so lächerlich. Also, sorry, aber... Das ist so doof gemacht irgendwie. Okay, Stoff. Wir haben gar nicht so viel Wolle mittlerweile. Och. Ich habe doch immer so viel geholt. Ja, nee, dann mache ich keinen Stoff auf Vorrat. Dann lassen wir das erstmal so. Okay, hier oben haben wir nichts, wobei ich mir nicht sicher bin. Nee, das ist noch nicht fertig. Die müssen wir auf jeden Fall nochmal gießen. Oh, jetzt sind sogar alle drei gegossen. Sehr geil. Das ist super. Ich bin mir übrigens nicht so ganz sicher. Nee, die sind aber fertig. Okay, also daran kann es nicht liegen. So, wir haben sehr früh, beziehungsweise Kitty müssten wir auch noch kurz machen, sonst vergesse ich das wahrscheinlich. Weil die haben ja sonst immer als erstes gestreichelt und wenn ich jetzt anfange erstmal zu füttern, vergesse ich die arme Kitty wahrscheinlich noch. Was grundsätzlich ja nicht schlimm ist, aber ich möchte natürlich ganz viel von dem Zeug farmen, weil ich es vielleicht irgendwann im nächsten Jahrhundert mal gebrauchen kann. Wer weiß. So, jetzt kümmern wir uns wieder mal darum, dass die Kleinsten der Kleinen ihr Fresschen kriegen und dass man sie lieb hat. So ein bisschen am Kopf getätschelt werden. Nee, ich will da draußen jetzt nichts wegholzen. So, ich ärgere mich nur gerade mal wieder über die Nachbarn, wo mal wieder zur gleichen Zeit und natürlich immer hundertprozentig genau dann, wenn ich im Aufnehmen bin, die Rollladen mit einem riesen Krawach da runtergehen. Aber gut, ich meine, besser um die Uhrzeit als um eine Uhrzeit, wo wirklich alle schlafen. Das war ja leider vorher immer so. So, eine Hühnerfeder haben wir auch noch bekommen. Das heißt, du bist jetzt dran, meine Liebe. Meine liebe Frau Schnabelmann. Ich glaube, das ist das nächste Huhn, was ich schlachten lassen werde. Also beziehungsweise verkaufen werde. Weil Schnabelmann, wir brauchen dringend einen neuen Namen. Also, es ist... Ach so, das ist das Huhn, das ist gar kein Ei. Moment. So, ihr beide, haut mir jetzt bloß nicht ab hier. Euch muss ich auch noch füttern. Vor allen Dingen muss ich da mal gucken, dass ich auch noch mal wieder ein neues Futter hole. Weil das sind ja sechs Hühner, glaube ich, aktuell. Wenn mich nicht alles täuscht. Und das ist natürlich, ne, also sechs, Getreide oder was auch immer, das ist hier pro Tag, die dann weggehen. Jetzt haben wir natürlich Samstag, da ist der Typ garantiert wieder nicht da. Ach, das nervt so. Okay, meine Süße, du bist ganz flauschig und weich.
So, und du bist jetzt noch und jetzt gleich nicht mehr flauschig und weich. So, aber dich muss man trotzdem lieb haben, ne? Genau. Okay, dann einmal Butterblume. Wieder nur zwei? Wieder nur zwei. Naja, gut, okay. Ich hätte sie vielleicht vorher streicheln sollen. Vielleicht gibt es dann mal drei. Das wäre auch mal eine gute neue Taktik. So, jetzt habe ich gerade ehrlich gesagt ganz vergessen. Habe ich dich jetzt schon? Ich habe es auf jeden Fall jetzt gestreichelt. Aber, nee, das war genau die, die ich schon hatte. Na gut, okay. Dann kommst du halt jetzt einmal dran. So. Bringt mir trotzdem nichts. Habe ich euch beide jetzt schon gestreichelt? Ach, stimmt. Und danach habe ich die Kuh. Ach, ja. Ja, okay, okay. Da habe ich mich jetzt vertan. Nee, jetzt habe ich... Achso, ich wollte gerade sagen, jetzt habe ich nicht wirklich wieder das Braune bekommen. Nee, aber das kann sein. Ja, ja, ich habe die beiden erst gestreichelt, damit ich mich halt eben nicht vertue. Und genau weil ich das gedacht habe, habe ich mich vertan. Das ist immer so. So und nicht anders. So und nicht anders. Okay, sehr geil. Wir haben jetzt nochmal Unkraut. Wenn wir jetzt noch eins bekommen könnten, könnten wir nochmal eins reinmachen. Aber natürlich wieder nicht. Nee, warum sollte man auch erwarten, dass man regelmäßig gut Unkraut bekommt? Naja, egal. Da können wir jetzt noch einmal was reinmachen. 9.10 Uhr, dann würde ich sagen, gehen wir auch wieder erstmal nach oben. Schauen mal, was der Wald uns alles zu bieten hat hier. Sieht gut aus. Schwarzkümmel. Ist übrigens was, was ich irgendwie so gar nicht gebraucht habe. Andererseits, naja gut, ach, das ist ein Baum. Ich habe das natürlich für die Oma auch schon mal benutzt. Ja, es ist hier aber nicht allzu viel auf diesem Gebiet. Hier, doch, da ist noch was. Ach, Otto, altes Haus, was sitzt du denn da oben rum? Ist wieder Steuergelder am Verschwenden? Ach nee, ist Samstag. Wobei, ich weiß nicht, ein Bürgermeister arbeitet er samstags nicht auch? Ich bin mir nicht sicher. Ach so, mit dir muss ich ja gar nicht mehr reden. Ach, dann tue ich das auch nicht, weil warum soll ich hier meine Zeit verschwenden? Halt, stopp. Ah. Sehr schön, ein Tannenzapfen. Ja. Und das war's dann allerdings auch. Oben ist auch nichts mehr. Nee. Dann haben wir jetzt gleich 10 Uhr. Das heißt für mich, dass wir jetzt rübergehen. Ich glaube, die arbeiten ja samstags. Die sind ja nicht ganz so faul wie die Leute hier. So, Wesley ist doch bestimmt da. Oh, mein Liebster. Hallo. Ach, guck mal, Shelby ist auch da. Lass mich den mal erst begrüßen. Sonst haut er wieder ab hier. Do you ever look into your own future, Shelby? I used to. These days I prefer to let it stay clouded. Es wäre auch zu schade, wenn man immer alles wüsste, was passiert. I lent one of my books to Ariel, and when he gave it back, the spine was all creased. Who does that? Der Rücken war verknickt. Also, entweder meint er jetzt wirklich dieses, wo diese Kante ist, aber das kann ich mir nicht vorstellen, weil... Also gut, es sei denn, das ist dann kaputt, ne? Das kann natürlich sein. Oder er meint jetzt, das ist jetzt genau andersherum geknickt gewesen vielleicht? Ich bin mir nicht sicher. Ariel acts like he always prefers creatures over humans, or even Fae. But sometimes, when he's not doing anything, he comes into my workshop and tells me stories about the river where he grew up. He's real sweet, honest. You just gotta get past everything else. Okay. So, ist die Frage, sind die beiden jetzt da? Beziehungsweise sind die beiden am Arbeiten? Sie ja? I do not envy you, witches. There's far too much to learn within such short lifespans. Mir fällt gerade was anderes ein, aber ich weiß jetzt nicht, ob er das mit Geld eigentlich bezahlt. Ach, was ist das nochmal? Beleben dann Minze. Dein Ernst? Moment. Magische Bohnensamen?
Ach, die kann man jetzt hier auch kaufen, oder was? Wollt ihr mich jetzt veräppeln? Okay. Rosenwasser? Was macht ein Rosenwasser? Schwarzkümmel kann man dann auch hier kaufen. Vergiss mal nicht. Distel kann man hier kaufen. Oh, also ganz ehrlich. Ich kann nur eine kaufen, oder was? Oh, wollt ihr mich veräppeln? Ja, wenn ich eh nicht mehr kaufen kann, dann, nehme ich die jetzt einfach mit. Ist mir jetzt egal. Tannenzapfen? Ich bin mir nicht sicher. Aber die Minze... Nee, Moment. Ich habe 16 Minze. Dann habe ich ja doch mal irgendwann welche eingekauft. Ja, die lassen wir erstmal. Zum Freischalten mehr verkaufen. Rekordernte. Oh, Rekordernte. Um viel mehr Ergebnisse aus einer Ernte zu kriegen. Ultra-Wunderwuchstrank. Beschleunigt enorm. Würde ich beides mega gerne kaufen, aber dafür müssen wir etwas verkaufen. Schwebetrank. Naja gut, wir brauchen den Schwebetrank jetzt nicht so. Glaskugeltrank brauchen wir jetzt auch nicht unbedingt. Die haben wir bekommen. Ja gut, Magie-Auffülltrank. Ich würde mal glatt behaupten, die brauchen wir eigentlich so nicht, ne? Weil wir können die ja immer irgendwie auffüllen. Okay, machen wir das jetzt noch einmal. Und dann machen wir den Glaskugeltrank. Ist doof, wenn wir den jetzt nehmen, aber... Ich meine, Schwebetrank ist jetzt auch nicht viel besser. Wobei, davon haben wir natürlich mehr. Glaskugeltrank. Na gut, nehmen wir davon zwei. Komm, ist jetzt egal. Auf zum Shoppen, genau. Das wollte ich nämlich. Ich wollte Dinge kaufen, die jetzt nicht hier drin sind, oder was? Ach nee, das sind die. Ach so, das waren auch Rezepte. Oh, okay. Also Rekordernte-Trank, den nehmen wir auf jeden Fall. Und Ultra-Wunderwuchstrank, den nehmen wir auch. Ja, und dann würde ich eigentlich auch schon sagen, Magie-Dings und belebender Trank Maximum, die nehmen wir jetzt einfach auch beide mit. Ich weiß gar nicht, warum wir die letztes Mal eigentlich nicht geholt haben. Und danach habe ich dann auch nicht mehr dran gedacht, wenn ich jetzt ehrlich bin. Ja, aber sehr, sehr geil. Muss ich mir da mal angucken, was ich da genau für brauche. So, bevor ich das vergesse. Nee, bei dir können wir nur die Haare kaufen. Okay, gut. I've known Zephyr's ancestors for many generations. Goblins are a good sort. They know not to disturb the bats and other little creatures in the mine caves. Okay, dann haben wir das erledigt und ich bin ehrlich gesagt sehr, sehr froh darüber, dass ich das nochmal, da auch nochmal dran gedacht habe. Heißt aber für mich gleichzeitig, dass ich dann auf jeden Fall auch nochmal gucken werde, dass ich noch was angeln gehe. Hier sind kleine, okay, ich habe schon gedacht, vielleicht könnten wir die sonst in einem mal mitnehmen. So, das haben wir soweit alles durch, dann gehen wir mal hier unten hin. Ich gehe mal stark davon aus, wenn er da ist. Ja, hat Thomas keine neue Quest im Moment. Du stehst hier schon wieder so voll rum. Juliet asked me to teach her some of my Nana's dishes. I was so excited. I rushed over to Lena's to get what I need before she changes her mind. Ja, passiert. Passiert. Oben haben wir... War da jetzt irgendwas am Leuchten? Nee. Okay, ich dachte schon, wir können vielleicht den Leuchtturm ausnahmsweise instand setzen, aber es ist, glaube ich, nur so ein Wunschdenken von mir. Und wir kriegen das gar nicht hin. Also wir dürfen das gar nicht machen. Okay, hier ist nirgendwo... Also hat man einmal gesagt, man möchte tatsächlich nochmal ein bisschen angeln. Wobei ein bisschen natürlich jetzt relativ ist. Aber hat man das einmal gesagt, gibt es hier natürlich weit und breit nirgendwo Fische. Also große Fische. Nicht nur generell Fische, sondern große Fische. Das sind auch wieder alles kleine hier. Und hier sehe ich schon, da kriegen wir gar keine mehr. Dann gehen wir nochmal eben oben gucken. Aber ich glaube nicht, dass der jetzt da verkauft. Natürlich nicht. Naja, gut, okay. Also gut nicht. Ich hoffe, der ist Montag spätestens wieder da.
So, dich brauchen wir nicht. Du bist auf Max. Du bist noch nicht auf Max. Ach so, die läuft mir bestimmt auch wieder weg, wenn ich sie nicht anspreche. I don't always love being a teacher, but I do love the smell of freshly sharpened pencils at the beginning of fall term. Ja. Sometimes I consider taking up an actual book club, but then I think to myself, when would I have the time? Ja. Deswegen habe ich aktuell nur Hörbücher. Also ich habe Unmengen an Büchern, aber deswegen lese, in Anführungszeichen, also sprich, höre ich im Moment nur Hörbücher. I'm jazzed. The waves sang to me while I danced on them. Ja, das war nicht viel, aber wir gucken hier nochmal kurz nach. Er hat nichts Neues dabei. Raupen, naja gut, Ananas. Können wir mal eine mitnehmen? Haben wir ja keine, ne? Haben wir überhaupt Schokolade? Nehmen wir auch mal eine mit. Aber Seidenraupen brauchen wir ja nicht, weil die sind ja automatisch da drin. Das sind doch, wollte ich gerade sagen, das sind doch die Olivenbäume, ne? Okay, guter Freund. Hä, ist das gerade hochgegangen? Achso, mit dir brauchen wir auch nicht mehr reden. Aber das würde mich jetzt mal interessieren. Was ist hier mit den Herzen? Nee. Die sind doch noch lange nicht. Oh, das irritiert irgendwie immer mit den Herzen. Dann sind es mal goldene, mal blaue. Und dann kann man die blauen doch nicht verbessern, obwohl die anderen goldene haben. Und oh. I can tell when people look at me, they see my dad. How could I hope to live up to him? I don't want to disappoint anyone. Keep being you, Juliet. You'll always have your parents in you. But there's so much more to you than that. Ja, bei ihr sind wir auch auf Max. Was ist mit dir? Können wir, beziehungsweise sollten wir noch... Ja, komm, nehmen wir nochmal zwei, damit wir nochmal glatt haben, wirklich. So, mit ihr haben wir schon gesprochen. Was ist mit dir? Bruno's been stopping by the clinic a lot more often. I can sense his loneliness, so I take my time during his appointments. Ja, so sollte das sein. Wenn man weiß, dass da jetzt niemand anders ist, der da vielleicht mal ein Auge drauf haben könnte und mal mit quatschen könnte und so, ne? What a pleasant surprise it is to have you here, Tara. Ja, das war kurz und bündig. Dankeschön dafür. Ich bin nämlich ehrlich gesagt nicht so erpicht darauf, mit ihm da jetzt so lange zu reden, weil er ist so schmierig. Sorry, wenn ich das so sagen muss, aber er ist so schmierig irgendwie. Ah, eine Araune. Sehr schön. Oh, die sehen so aus, als würden die... Ja, heute Nacht wieder blühen. Sehr geil. Dann können wir die auch direkt mitnehmen. Also jetzt nicht, aber heute Nacht. Ah, ich bin jetzt gerade am Überlegen. Ach so, ich wollte doch nochmal gucken wegen dem Trank. Ah, ein großer Fisch. Ein großer Fisch. Da müssen wir mal schnell angeln, weil wenn ich sonst hier nämlich den Wald wieder verlasse, ist der wieder weg. Und das will ich natürlich nicht. Jetzt kommen jetzt eh erstmal die Kleinen dran. Warum muss ich jetzt sogar bei Fischen an Resident Evil denken? Das ist doch jetzt... Oh! Und jetzt der Große. Komm. Oh, yeah. Dankeschön. Ein Wels. Vielen Dank. Da ist auch nochmal ein großer bei, beziehungsweise zwei. Ach, Kim, Hallöchen. Du rennst aber nicht weg, während ich dir noch angel, oder? Die angelt sich jetzt wahrscheinlich das Mittagessen für heute. Es war so klar, ne? Bei zwei großen Fischen eine Chance von 33,33, dass ein großer, ja, oder anders gesagt, dass der Kleine anbeißt. 66,66%, dass der Große anbeißt. Und natürlich beißt der Kleine an. So, da sind nur Kleine. Brauche ich gleich gar nicht gucken. Die störe ich mal eben beim Angeln. Ist mir egal. Red mit mir. Hey, do you know if Amira has a favorite cut of meat? That hasn't come up. Why? Oh, no reason. Mhm. So, so hat sie jetzt plötzlich ein Auge auf sie geworfen. Das wäre doch mal cool. Ich meine, wir müssen ja hier nicht jeden mit jedem verkuppeln, aber... Ach,
Alter Hund. Nee, du bist aber schon völlig ausgelevelt mit, oder? Nee, aber kaufen kann ich hier nicht, ne? Nee. Kann ich nicht. Ich habe das mal irgendwann unterwegs gemacht, aber das war, glaube ich, nur, weil ich davor was gekauft hatte oder sowas. Bin ich mir jetzt nicht so sicher. Violet! Kai's a lot wiser than I give him credit for. Or maybe he's just been talking to Shelby too much. Das könnte es sein. Das könnte es wirklich sein. So, die brauchen wir alle nicht. Wobei ich ja zwischendurch mal gucken könnte. Oh, er hat eine neue Quest. Oh, oh, oh. Tara, just the person I was hoping to see. Do you have milk and eggs to spare? Aren't those essential ingredients for bakers? Well, yes, but I wanted to make marmalade pudding for the rehearsal dinner, and it's best with fresh ingredients. Mmm, marmalade pudding. Sounds British. Excuse you. It's a classic Scottish dessert. My gran taught me her own recipe. Help me out, and I'll make an extra pudding just for you. Oh, das wäre cool. Ja, ich weiß nicht. Ich habe nicht ganz so viel Milch bekommen, ne? Und Eier, das ist sehr selten, dass ich Eier bekomme. Na gut, Angus. Wie geben dir deine Zutaten? I'll use store-bought ingredients if I have to, but... No need. Here. Fresh eggs and fresh milk! Ha! You're worth a true baker's dozen. Come by in a day and I'll show you what I've whipped up. Ja, sehr schön. Dann haben wir nochmal eine neue Quest bekommen, dass wir dann nochmal wiederkommen können. Der hat keine. Ja, dann würde ich sagen, laufe ich hier nochmal ein bisschen rum, versuche dann doch nochmal ein paar Fische zu kriegen, die ich dann noch angeln kann. War da nicht irgendwas fertig für heute? Ah ne, jetzt sind es noch 18 Stunden. War das? Achso, 24 Stunden und noch was war das, glaube ich, ne? Bevor ich euch jetzt aber quasi auf die Ersatzbank schicke, gucken wir nochmal eben hier. Magie-Auffülltrank. Ultra-Wunderwuchstrank. Das ist ja manchmal gar nicht schlecht. Ach, da braucht man goldene Essenz auch noch für. Und, ja gut, Lehm, okay, aber Besenheide habe ich nicht so viel von. Oh, Rekordernte. Ah, da brauche ich die eine von. Oh. Das heißt, die muss ich dann, gehe ich mal von aus, kann ich dann nur auf der Lichtung pflanzen. Na gut, okay. Lebender Trank. Da brauchen wir Gold und die Blume. Ach du Schande. Dann machen wir lieber noch einen belebenden Trank. So, das ist mir dann... Wobei, so eine Goldessenz könnten wir schon mal machen. So, die Kupferessenz ist fertig. So eine Goldessenz könnten wir mal machen. Die brauchen wir ja immer mal wieder. Ein bisschen was haben wir ja. Oder haben wir jetzt nur einen... Nee, zwei Fische, glaube ich, haben wir jetzt gefangen. Okay, so viel ist es jetzt, meine ich, nicht. Aber egal. Schauen wir mal eben. Ja, es waren wirklich nur die zwei. Ja, gut. Mein Gott. Das hatten wir jetzt alles soweit durch. Ja, wie gesagt. Also ich werde jetzt nochmal gucken bei den Fischen. Und dann sehen wir uns heute Abend, weil ich noch irgendeine Quest hatte. Ich weiß es gerade gar nicht mehr. Was war das mit den... In 4 Tagen wird gewählt. Oha. ach nee, Moment. Das war, weil ich die... Blumen holen wollte. Also das heißt, entweder sehen wir uns jetzt gleich wieder, dass ich dann gute Nacht sage, oder wir sehen uns quasi gar nicht mehr wieder. Nein, andersrum. Entweder sehen wir uns gleich wieder, dass ich nochmal mit dem Zirkel spreche, oder wir sehen uns gar nicht mehr wieder, beziehungsweise hören uns nicht mehr wieder, weil ich dann ins Bett gehe. So, ich hoffe, ihr habt jetzt alles verstanden. Ich rede nur noch Blödsinn heute. Es ist einfach viel zu müde. Bis dann. Hi, Priestess. I've always wanted to know. Does it help when spells rhyme? For some, it does. It helps to think of creating incantations like writing poetry or composing music. You build on different aspects as you conjure. Sometimes that can be as simple as a rhyme to help you remember. Should I go to bed? Oh.
Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann kannst du mich auch gerne abonnieren.